Moin, moin, meine lieben Freunde und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video bzw. einer neuen Videoreihe. Wie ihr wisst, habe ich ja mal Dark Souls 1 gespielt für die Switch. Das war die Remastered-Version und bin da mehr schlecht als recht durchgekommen. Das Ganze dachte ich, wiederhole ich nochmal und spiele jetzt Dark Souls 2 blind auf dem PC. Ich habe angefangen und dann allerdings gemerkt, dass irgendwie klappt das alles nicht so, wie ich das will. Also mein PC ist jetzt nicht schlecht, aber irgendwie mit der Aufnahme, das war irgendwie nicht so... Klappt nicht so wunderbar. Also es klappt besser für mich, wenn ich das über die Konsolen mache. Bloodborne ist ein Spiel, was ich für ein Abel und Ei bekommen habe. Also wirklich für 5 Euro gekauft habe auf der PlayStation 4. Und würde das gerne mal spielen. Jetzt muss man sagen, ich spiele es blind. Aber blind in dem Sinne, dass ich es schon mal angefangen habe. Mich dann aber nicht wirklich weiter für interessiert habe. Weil ich fand so, das war mir zu... Ja, ich bin zu schnell draufgegangen, ganz ehrlich zu sein. Also ich habe es nicht wirklich durchgespielt. Ich habe es im Beginn gemacht, also ich bin nicht weit gekommen. Deshalb spielen wir es jetzt nochmal neu. Und ich denke, mit den Erfahrungen, die man durch Dark Souls gemacht hat, kann man mit Bloodborne vielleicht ein bisschen weiterkommen. Also natürlich, ich weiß, hier hat man jetzt kein Schild, man kann sich also nicht schützen. Aber das macht ja nichts. Wir haben dafür ja andere Waffen. Ich würde sagen, wir fangen das Ganze einfach mal an und schauen, ob das vielleicht wirklich was für uns ist. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr es gut findet oder schlecht findet, dieses Spiel zu spielen. Wir probieren es einfach mal. Also wie gesagt, man muss zugeben, ich habe schon so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde das Spiel schon mal gespielt, aber wirklich nicht viel weiter. Ja, ich denke, wir legen einfach mal los und schauen, was passiert. Ein neues Spiel. Oh ja. Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst... Euer Vertrag. Okay, unser Vertrag. So, die Heldenerstellung. Gut, geben wir mal einen Namen ein. Wir wollen heißen... Ganz einfallsreich natürlich, ne? Hiermit, ne? Gut. Ach, ich finde es mit Steuerkreuz irgendwie doch einfacher. Ich weiß nicht, warum. Wie es rumgeslidet, das nervt doch. So. Wir sind männlich, Alter, wir sind mal reif, würde ich sagen. Herkunft, Angsthase. Normal, glückliche Kindheit. Einziger Überlebender. Schwierige Kindheit. Leben voller Gewalt. Unbedacht, aber stark. Professionell. B. Ein Soldat mit Stärke und Geschick. Militärveteran. Ändern sich die Attribute so ein bisschen. Wir nehmen den Militärveteran. Oder? Ja, den nehmen wir mal. Aussehen ist mir so relativ egal. Achso. Ich bin, ja, Stimme. Erwachsene Stimme. Körperbau. Also kräftig. Größe anpassen. Egal. Basishautfarbe. Auch ein bisschen dunkleren Tag kann ich ruhig schon haben. So. Basishautfarbe. Was ist das hier? Achso, da kann man doch mal ein bisschen ändern. Brauchen wir nicht. Gesichtsdetails. Gesichtsvorgaben. Guck mal. Dann ändert sich natürlich auch gleich die Hautfarbe wieder. Sieht ein bisschen ernst aus. Den ja trotzdem. Und dann machen wir ähnliches Gesicht. Sieht nett aus. Gesichtszüge. Bisschen älter sind wir schon. Pupillen. Pupillenfarbe. Hier ein bisschen grün. So, tätowieren mal, Brille, tätowieren mal. Hier ein paar
paar Kratzer wie der Hexer von Witcher. Und eine Brille. Eine Brille wäre auch schon nicht schlecht, ne? Wie so ein Betrieb, ne? Oh, hier so eine dunkle Brille ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mal eine Brille. Brillenfarbe, das könnte bleiben. Haar- und Gesichtsbehaarung. Also, die Haare. Gucken wir mal, ob wir eine coolere Frisur finden. Hier ist ein kleiner verwegener Typ. Und Farbe. Ja, so ein bisschen Richtung Braun, ne? So. Ups. Gleich übernommen. So. Braunfarbe, Bart. Sollen wir noch einen kleinen Bart verpassen? Hier sieht aus wie Abraham Lincoln. Ein fescher Schnauzer. Hier nehmen wir. Bartfarbe. Auch ein bisschen ins Braune. Wimpern. Ich weiß nicht, wie viel, ne? Nur die normalen Wimpern. Wimpernfarbe ist total schnuppe. Hautfarbe nehmen wir jetzt nochmal. Nicht ganz so dunkel. So, sieht natürlich aus. Lippenstift? Ich glaube, ein Spind. So. Gut. Das klingt doch gut. Das würde ich sagen, das reicht. Und dann sagen wir abschließen. Yes. Jetzt geht's los. Gewundener Stock. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die für gewöhnlich von Jägern bei ihren Pflichten verwendet wird. Als fester Klingenstab ist sie tödlich genug, dient aber auch als Peitsche, wenn die Klinge aufgeteilt wird. Ein großer Blutsteinscherbe, ein großer fester Klumpen, der sich im Kaltblut bildet. Nach dem Tod verhärtet sich seine Substanz im Blut und den Teil, der nicht kristallisiert, nennt man einen Blutstein. In der Werkstatt werden die Blutsteine in Waffuchs. Kerzen. Gut. Und weiter. Oder auch nicht. Ladezeiten? Gut. Ah. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Das ist ja schön. Irgendwie schon wie ein Psycho, der Typ. Das kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Aber wie gesagt, ich hab's halt auch nicht lang gespielt, also. Ah, ihr habt euch einen Jäger gesucht. Okay. Da bin ich. Wie sieht's aus? Oh ja, mit der Schnauze und die Brille stehen mir wirklich gut. Gut, wir können uns bewegen hier. Winzelt was. Handgeschriebene Tritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Eine Tür. Gehen wir gleich mal raus. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay, da gehen wir nicht raus. Gehen wir hier vorne, ist nur eine Tür. Das Licht, da kommen wir wahrscheinlich raus. So. Gar kein Schatten, oder? Komisch aus. Na gut. Achso, ja, okay. Das sind so Hinweise, wie man es bei Dark Souls kennt. Angriff R1. Handkantenschlag.
Ja, wir sehen einen aus. Wir haben jetzt keine Ziele hier, aber... Ne, das ist aber mehr. Gut, hier rein. Okay. Hier. Da ist ein... Hier? Wolf? Er labt sich da gerade ein. Oh, viel los. Eieiei. Warte mal kurz. Also, das ist Springen. Wie beim anderen Spiel Springen. Also, das hat sich nicht geändert. Okay, ich kann das harte Schläge machen. Oh. Alter, halt über. Oh. Mein Gott. Kann ich hier rausrennen? Na, schnell raus hier. Kann man, glaube ich, besiegen. Oh, da ist er. Oh, Mist. Ach, guck mal, ich kann auch schlagen. Ah, okay. Eieiei, der hat auch gar nicht so viel Energie gehabt, aber ich habe echt nur mit 3 oder 4 zugehauen. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Puh. Okay, da müssen wir uns, glaube ich, da müssen wir dran vorbeirennen. Richtig killen können wir den anscheinend nicht. Wir sind zu stark. Wir haben auch gar keine Waffe, also wir müssen erstmal eine Waffe haben. Na, gucken wir mal. Molotov-Cocktail. Ach, okay. Das gehörte wohl dazu. Man musste wahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich kann man ihn auch gar nicht besiegen. Oh Mann, ey. Ich kann mich, ey, wirklich, ich kann mich an nichts erinnern, muss ich zugeben. Also sterben kann man anscheinend nicht. Aber wie gesagt, ich habe es auch echt nicht intensiv gespielt. Das war wirklich echt nicht lange, ne? Hm, na gut. Gut. Traum des Jägers. So. Sind wir in irgendeiner Traumwelt hier, oder was? Da sind so kleine Viecher. Grabstein von Janem. An einen ausgewählten Ort in Janem aufwachen. Krankenzimmer, Erdgeschoss. Ach, okay, das zum Teleportieren. Na, das machen wir jetzt noch nicht. Gucken wir uns mal rum. Ah, ist da eine Puppe? Eine verlassene Puppe. Okay. Hier. Was seid ihr denn? Geschenk vom Boten annehmen. Die Boten bieten dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden mit der rechten Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Ah, okay. Also, was haben wir denn da? Ein Sägehackbeil, eine Jägeraxt und ein gewundener Stock. Was nehmen wir denn da am besten? Sägehackbeil. Okay, unten kann man die Attributebonus sehen. Hier Stärke, Stärke, Stärke haben wir 14, Geschick haben wir 13. Okay. Hier auch Geschick und Stärke. Aber es bringt nicht so viel. Hier Attributforderung. Hm. Also ich weiß nicht, wie viel Unterschied jetzt ist. Wir nehmen einfach mal das Sägehackbeil da. Ja. Gut. Wo ist die? Kann die Waffe hier auswählen? Nee, warte mal. Hier vielleicht. Ah, hier. Ah, da Waffen. Okay, Waffen. Sägehackbeil. Okay. Hier ist er. Ah, für die zweite Hand. Linke Hand. Okay, dann haben wir keine Waffe. Unsere Klamotten. Okay, hier kann man so auch sehen, was ist. Okay, okay, okay. Gut. Raus. Geschenk vom Boten. Die Boten bieten eine Feuerwaffe an. Oh ja. Gut. Gut. Blutangriff. Hm. Haltbarkeit 150. Tun sich die vier von Attributen auf jeden Fall unten. Oben. Ich nehme mal die. Ich weiß es nicht, die Pistole. Mögen wir verzeihen, wenn es verkehrt war. Ist noch einer? Ein Notizbuch von den Boten. Okay, hinterlasse Botschaften stand da. Wie online wird. Rechts verschlossen, war klar. Wann ist da schon was offen? Warte, dann können wir doch bestimmt auch die Waffe auswählen. Da, okay, zack. Ja, yeah, jetzt haben wir beides hier. Also wir haben jetzt hier, mit können wir wahrscheinlich schießen. Okay.
Hiermit können wir hauen. Hiermit können wir... Okay, hier können wir die Waffe auf- und zuklappen. Zuhauen. Und... A zuhauen. Okay. Gut. Oh, wie ist das denn hier im Brunnen? Bartboote, okay. Mit Booten, mit blutechtes Handel, um Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen. Blutechtes haben wir, glaube ich, keine. Nee, haben wir nichts. Gut. Aber hier kann man wieder Sachen kaufen. Machen wir jetzt nicht. Weil wir ja nichts haben, ne? Sonst würden wir was kaufen, aber wir haben ja nichts. Provisorischer Altar. Kelch der kurzen. Benötigt. Heilige Kelche Rituale benötigt. Heilige Kelche. Okay, die können wir nicht benutzen. Was ist denn hier? Okay, hoch. Oh, hier sind mehr. Okay, das sind alles, die können wir alle nicht benutzen. Den wahrscheinlich auch nicht, auch nicht. Hier ist eine Tür. Gehen wir mal rein. Natürlich können wir nicht rein. Hier ist auch eine Tür. Auch so. Das hier. Mit Einsicht kaufen. Auch nicht. So, können wir noch woanders hingehen. Hier geht's auch noch hoch. Auch hinter das Haus laufen. Oh, war ein Hinweis. L plus 0 rennen, okay. Ja. Gegenstand verwenden, Gegenstand wechseln. Okay, wir haben jetzt nichts zu verwenden. Okay, was habe ich denn da jetzt benutzt? Ach, da geht mir Leben weg und ich krieg Schüsse dazu, kann das sein? Ja, okay. Hier. Waffen wechseln. Okay, wir haben jetzt keine Waffen. Andere Waffen. Notfallauffüllung der Quecksilberkugeln. Mit Bedacht verwenden. Das habe ich gerade gemacht. Das war natürlich dumm. Okay. Das sollte ich doch machen. Stand das nicht hier auch? Ach, nach unten. Nee. Gegenstand verwenden ist das hier. Wir haben keine Gegenstände. Okay, deswegen können wir nicht verwenden. Gut. Das hier? Das ist verschlossen, natürlich. Das sieht jetzt geil aus, wie die Waffe aufmacht, finde ich. Waffe transformieren. Okay, das ist das. Bugangriff. Gedrückt halten. Geladen Angriff. Dann wieder das Schwert von Zelda. Den Gegner von hinten mit einem geladenen Angriff zu treffen, lässt ihn taumeln. Okay. Das Abfeuern der Feuerbinde bricht einen Gegner und lässt ihn taumeln, wenn rechtzeitig auf seinen Angriff reagiert wird. Okay. Bei einem taumelnden Gegner Einweideangriff. Okay. Wenn man von einem Gegner Schaden nimmt, kann man innerhalb eines kurzen Zeits eine gewisse Menge erneuern, wenn man den Gegner angreift. Oh, das ist auch gut zu wissen. Okay, hier, guck mal, gibt's nichts mehr. Hier mal links. Irgendwo anders links. Da hinten kann man auch noch links gehen, ne? Was sieht das denn so aus? Oh, hier. Auch ein Weg. Hm. Dann runter. Hier ist nichts. Ach, guck mal da. Geschenk vom Botenhut. Jane im Botenhut, Botenkopfmontage. Was seid ihr? Stumpfbote. Gib Boten Accessoires, denn verzieren sie es vollkommen. Bitteschön, kriegt den Hut. Ist das ein bisschen quatschig, aber na gut. Was soll's. Der hat, glaube ich, keinen Sinn oder so, ne? Na gut. Ja, irgendwie können wir hier gar nichts machen, kann das sein? Dann reisen wir aber zurück. War nicht hier irgendwo solche Köpfe, wo man reisen konnte? Da, ne? Gehen wir doch mal hin. Krankenzimmer im Erdgeschoss. Reisen wir mal dahin. Das hier ist wahrscheinlich der Ruheort, wie das in Dark Souls war, oben bei diesem Feuer. Denke ich mal. Und hier auch so ein paar NPCs trifft oder so. Weiß es nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Mal sehen. So, also die erste Part hier wird etwas länger. Denn ich denke mal, durch die ganze Einführung und so zieht sich es eh ein bisschen. Hoffe aber, dass wir es trotzdem irgendwie, dass wir noch ein bisschen was sehen vom Spiel. Eine halbe Stunde könnte man eine Fahrt ruhig machen. Ach, guck mal, da sind die jetzt. Ach, da können wir zurückkehren. Ach so, das ist dann so eine Lampe. Also wie das Feuer, was wir haben, ne? Genau. Angriff, rechte Waffe. Rückschritt. Das wissen wir schon. Die öffnen.
Oh, jetzt geht. Nein. Ach, jetzt sind wir wieder hier vorne. Okay, warte mal. Warte hin. Wenn sie anwesend ist, machst du schnelle Schritte statt zu holen. Okay. Oh. War da nicht mehr so schwer mit der Waffe, ne? Mal auch mal sehen. Wo liegt der? Ah, da können wir das einsammeln. Eine Blutfiole. Blutfiole. Ach, das ist wahrscheinlich das Leben oben. Ne? Blutfiole, logischerweise. So, dann gehen wir mal hier raus. Oh, hier ist noch. Oh, hier liegt auch noch einer. Nochmal zwei Blutfiolen. Jetzt haben wir schon fünf. GP erneuert. Ach so, warte mal. Okay. Die können wir benutzen. Sehr gut. So, guck mal hier, da sind wir gestorben, da ist das Blutecho. Kriegen wir unsere Echos zurück, ist doch gut. Noch irgendwas? Nee. Hier liegt eine Leiche. Effekte sind da Kugeln. Ja. Noch mehr? Ja, auf jeden Fall irgendwelche Schritte. Gehen? Natürlich geht's nicht auf. Na gut. Mehr gibt's hier auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir die Tür aufmachen können? Zentrum von Jana. Runter, da liegt eine Leiche. Nehmen die mal mit. Blutfiolen 4, auch nicht schlecht. Auch springen. Nee, nicht wirklich, ne? Kann man nicht, okay. Springen kann man nicht, das ist ja scheiße. Kommt jemand hinter dem Wagen? Oh, okay. Für euch. Das ist nicht so schwer. Aber das hat nichts zu sagen. Hier ist noch eine Tür. Gehen wir rein. Von einem Gerät geschlossen. Okay. Was machen wir? Da liegt noch eine Leiche. Da! Blutfiole. Okay. Oder gleich zwei Sachen. Tod für euch. So. Da sitzt auch noch einer. Okay. Molotow-Cocktail. Molotow-Cocktail. Kann man das bestimmt auswählen irgendwo? Stimmt hier, genau. Schnellgegenstände. Molotow-Cocktail. So. Gut, die haben wir jetzt dabei. Was ist denn hier? Ein Schalter. Drehen wir den mal. Ah, guck mal hier. Eine Treppe. Eine Leiter schon. Hoch, das habe ich auch schon gesehen, irgendwie, glaube ich. Was denn da? Geräusche. Keine Ahnung. So. Hier ist so eine Lampe. Machen wir gleich mal an. Diese Lampe bringt dich zurück zum Traum des Jägers. Wenn du stirbst, wachst du bei dieser Lampe auf. Okay, das ist gut zu wissen. Können wir schon rein. Öffne sie nicht von dieser Seite. Hustet jemand? Reden? Oh. Ihr müsst ein Jäger sein. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch ein Fremder.
Ihr müsst viel Spaß gehabt haben. Janam hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte gern helfen, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann. Diese Stadt ist verflucht. Was auch immer ihr vorhattet, ihr solltet schnell von hier verschwinden. Was auch immer man hier finden kann, es bringt mehr Schaden als Nutzen. Okay, wenn man eins von Dark Souls gelernt hat, ist es immer ein paar Mal mehr mal reden mit denen. Bleichblut, sagt ihr. Nie davon gehört. Aber wenn ihr an Blut interessiert seid, solltet ihr es bei der heilenden Kirche versuchen. Wie denn? Die Kirche kontrolliert das gesamte Wissen über die Blutbehandlung und alle Arten von Blut. Hinter dem Tal, im Osten Janams, liegt die Stadt der heilenden Kirche, der Kathedralenbezirk. Und tief im Kathedralenbezirk steht die alte große Kathedrale, der Geburtsort des besonderen Blutes der heilenden Kirche, wie es heißt. Janamiten teilen nicht viel mit Fremden. Normalerweise würden sie euch nicht in die Nähe dieses Ortes lassen, aber heute Nacht ist die Jagd. Das könnte eure Chance sein. Die Jagd? Hinter dem Tal, im Osten Janams, liegt der Kathedralenbezirk. Tief in diesem Bezirk steht die alte Hauptkathedrale, die die Quelle des Blutes sein soll. Ich habe noch nie etwas von Bleichblut gehört, aber das ist eure beste Chance, wenn es etwas mit einzigartigem Blut zu tun hat. Okay. Hinter dem Tal... Wir sagen es gleich nochmal. Und da sind wir gekommen. Hier können wir noch hingehen. Kann ich kaputt machen hier? Eine Leiche. Guck mal, da unten sind ordentlich Leute. Eieiei, da sind das viele. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. So. Warte mal. Jetzt. Bestien! Ich bin doch keine Bestie. Jetzt hier hin? Da kann man irgendwie runter oder hoch oder so. Okay, warten, wir gehen erstmal. Gehen wir erstmal hier weiter. Schauen wir mal. Das ist die eigentlich. Da stehen ja wahrscheinlich Leute. Ah, steht auch schon wieder einer. Schon zwei. Da ist sofort rein killen. Also man kann zwar ganz gut, man kann richtig gut ausweichen, also das ist schon ziemlich cool. Muss man sagen. Oh, da sind Hammer viele Leute. Mehr. Ich weiß nicht, ob die nicht gleich zurückkommen, alle. Jetzt wandern die da hoch. Gehen wir einfach mal hier runter, wenn nicht jetzt Leute kommen. Und das Feuer, achso, das ist ein Feuer. Okay. Und da ist wieder ein Schalter. Mal drücken. Ach, guck mal, wisst ihr, wo wir sind? Wir sind hier direkt am Anfang wieder. Da. Hier, wo, da waren wir schon. Ah, okay, das ist der Anfang. Okay, dann haben wir schon eine kleine Abkürzung. Glaube ich. Da ist ein fetter Typ, den müssen wir auch mal killen. Nochmal. Also, ich habe die Waffe recht vor. Oh. Der haut aber ganz gut rein. Was ist denn? Da vorbei an ihm. Jetzt war. Oh nein. Oh oh. Heieiei.
Und wir könnten uns vielleicht so einen Molotow auf ihn werfen. Das fällt er, glaube ich, nicht so gut. Obwohl, das spüre ich gar nicht. Aber wir müssen schon ausweichen, glaube ich, gleich. Alter! Gut rein, der Typ. Den wollen wir jetzt nicht gleich. Das sind schon die Soldaten, obwohl die kommen nicht zu mir, die Soldaten. Zack. Heieiei. Okay, alle Blutfusionen, die wir verbraucht haben, haben wir auch gerade an ihn wieder, was sagen, wiederbekommen. So, was hat er denn hier groß beschützt? Kann ich es kaputt machen hier? Gibt's nichts, ne? Hier gibt's echt nichts. Wollen die mich verarschen? Ja, hier. Der hat hier gar nichts beschützt, der Heini. Oh, Mann. Okay. So, ich will noch mal kurz. Wie kommen wir hier bei der Abkürzung? Mal hier runter gehen nochmal. War hier noch irgendwas? Nee. So, dann gehen wir nochmal da oben längs. Ah, natürlich. Gut. So. Hier gab es auch einige Leute. Muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt wieder erwischen würde oder so. Ah, die hauen gerade alle ab. Gehen wir nochmal hier hoch. Hier heult schon wieder jemand. Hey, wer schreit denn da? Hier. Seid ihr dieser Fremde? Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier. Hm? Mal nach. Seid ihr ja verschwinden! Okay, das Gleiche. Liegt eine Leiche. Noch ein Molotow-Cocktail, okay. Die scheinen heiß begehrt zu sein hier. Dann gehen wir hier runter. Na, aufpassen, hier haben wir ganz viele Leute. Oh, da kommen schon welche. Eieiei. Das sind nicht gerade wenig, wie man sieht. Oh. Und die hier hoch? Ich glaube nicht, ne? Schleift da seine Axt hinterher. Die steht noch hier hinten. Da kommen noch mehr. Wie viele kommen denn da? Ah, und da hier hoch? Nee. Doch, scheiße. Hab ich gesehen? Anscheinend. Kommt echt hier hoch, scheiße. Geh mal hinten hin. Geht er ja dann wieder weg. Gehen da gerade runter, dann gehen wir mal hier weiter längs. Nur über diese roten Lampen kann man den Leuten reden. Elender Fremder, niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet sofort. Okay. Hier sitzt jemand. Oh.
Oder lässt sowas fallen? Quecksilberkugeln, okay. Warum kommen wieder Stimmen von? Ah! Wie Leute sind denn hier? Eine Blutsteinscherbe, okay. Die können wir bestimmt gut gebrauchen. Und wir haben was gelesen vorne, da kann man seine Waffen mit verstärken. Bin mal gespannt. Da steht auch einer wieder hinter. Seht ihr das? Also. Ich hab schon so einen sechsten Sinn für so einen Scheiß, ne? Gut. Wir gehen in der Ecke, gucken, ob überall jemand steht. Oder nicht so leicht gehen kann. Sehen wir mal. Gut, da steht auch noch ein Typ. Oder kommt einer hochgerannt, scheiße. Die Stadt ist am Ende. Noch einer. Alles eure Schuld. Ich zermalme euer Hirn. Tod für euch. Die sind nicht so schwer, aber man weiß ja nicht, wie das ist, wenn die in Scharen kommen. Komm, wir müssen jetzt den Typen da hinten nochmal. Der ist schon weg, okay. Der steht jetzt da hinten, ne? Nehmen wir eine Leiche, nehmen wir mit. Quecksilberkugeln. Muss an den Rand schleichen vielleicht? Da ist noch ein. Wollte ich nicht nehmen, schade. Man hört da auf jeden Fall was. Ein großes Grollen. Gut. Was machen wir jetzt? Ich bin 1, 2, 3. Wie viele Leute sind das? 5? Da oben sind auch nochmal. Wie soll man die denn alle. Das schafft man doch gar nicht, oder? Kann man die pullen? Das ist noch mal. Falsche? Ihr seid verflucht! Okay, ich wollte eigentlich den Typen da vorne haben. Probieren wir das doch mal. Na, das geht auch. Hilfe! Oh Gott! Na gut. Und mehr jemand? Kann ich drüben auch noch holen? Hier er fällt gleich. Tod, seid ihr besser dran! Alter, der hat mir ganz schön mal gereicht bei dem Transport, oder? Ich konnte gar nicht treffen. Okay. Da kommt der jetzt auch schon da eine lang. Oh, schießt einer, wer schießt auf mich denn? Hast du gesehen? Okay, hopp mal ab. Ne, kommt keiner. Nun gut. Nun wollen wir das auch alles nicht heraufbeschwören. Es sind wirklich sehr viele Leute. Aber für diesen Part machen wir erstmal Schluss. Gehen wir nochmal zurück zu unserer Station. Wo waren wir? Da oben jetzt, ne? Oh, da kommen wieder drei. Gehen wir schnell hier hoch. Genau, gehen wir zu unserer Lampe. Und reisen nochmal zurück. Und schauen mal, ob wir vielleicht mit Blutlich etwas anfangen können. Ja, gehen wir mal zurück. Gucken. So, jetzt mal gucken, ob wir irgendwo diese Dinger loswerden können. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.